Neuss, wurde die Intensivstation eines Neusser Krankenhauses zum Tatort eines Mordes? Kriminalpolizei und Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ermitteln bereits seit vergangenen Freitag im Lukas-Krankenhaus wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Die erst Montagabend bekannt gemachten Ermittlungen richten sich gegen eine medizinische Angestellte, die für den Tod eines Intensivpatienten verantwortlich sein könnte. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft könnte sie durch Medikamente vorsätzlich den Tod des schwerstkranken Patienten verursacht haben. Klinikpressesprecherin Ulla Dahmen, 63, uns ist an dem Todesfall etwas aufgefallen. Daraufhin haben wir umgehend interne Aufklärung betrieben und die Polizei eingeschaltet. Wir unterstützen die Ermittlungen in vollem Umfang. Zur Person des Verstorbenen oder seiner Erkrankung geben wir keine Auskunft. Gegen die Frau wurde Haftbefehl erlassen. Er wurde aber gegen eine Auflage zunächst außer Kraft gesetzt. Die Klinikangestellte muss sich nun täglich bei der Polizei melden. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben. Eine Obduktion des Leichnams wurde angeordnet.